Wir gehen über Tools, Arbeitsplan. Nun sind wir direkt in der Schichtplanung. Hier oben finden Sie alle Mitarbeiter, auf der linken Seite das Datum. Es gibt zwei verschiedene Wege, zu einem bestimmten Datum zu gelangen. Der erste klicken Sie in eine beliebige Zeile und halten die Maus gedrückt. Nun können Sie nach unten oder oben swipen. Der zweite Weg finden Sie hier oben rechts. Wählen Sie das Datum des Arbeitsplans. Hier haben Sie die Möglichkeit, monatsweise im Voraus zu schauen. Sogar jahresweise wäre es möglich. Dies finden Sie hier oben rechts, indem Sie ein bestimmtes Jahr aussuchen. Nun hinterlegen wir einen Dienstplan für Paula. Hier oben können Sie den Namen des Mitarbeiters aussuchen. Und wir fangen am 20.01. an, der Paula einen neuen Schichtplan zu geben. Klicken Sie in die Zeile. Nun öffnet sich dieses Fenster. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Start- und Endzeit einzugeben. Auf der rechten Seite unter Pause können Sie eine Pausenzeit hinterlegen. Hier oben bei Schichtart haben Sie die Möglichkeit, eine normale Schicht, wenn die Mitarbeiterin arbeiten ist. Sie können aber auch Feiertag, frei, krank, Schule, Urlaub oder Seminar eingeben. So. Dies machen Sie für eine oder zwei Wochen, je nachdem, welchen Rhythmus Sie haben. Ich bereite jetzt mal eine Woche vor. Am Donnerstag zum Beispiel hat Paula frei. Da brauchen Sie die Arbeitszeit nicht berücksichtigen. Sie gehen hier oben rechts auf Frei. Paula hat jetzt einen Wochenrhythmus. Diesen kann ich jetzt kopieren, indem Sie hier oben auf Zelle markieren gehen. Wir beginnen immer mit einem Sonntag. Sonntag bis Samstag. Nun ist die Woche markiert. Mit der rechten Maustaste gehen Sie auf Plane bis. Nun können Sie auswählen, bis wann der Schichtplan eingetragen werden soll. Wir machen das jetzt für ein Jahr, bis nächstes Jahr im Februar. Sie bestätigen das und automatisch ist die Schicht für ein Jahr vorgetragen. Möchten Sie das für alle Mitarbeiter, geben Sie jeweils nur ein oder zwei Wochen ein. Und gehen nach wie vor auf Zelle markieren, markieren eine Woche oder zwei, ich zeige es Ihnen mit zwei, dann werden alle Mitarbeiter markiert, rechte Maustaste, plane bis, Sie suchen sich wieder die Endzeit aus, bestätigen das. Und somit werden jetzt alle Schichten von allen Mitarbeitern für ein Jahr vorkopiert. Möchten Sie die Dienstart ändern, gehen wir auf Einstellung, Konfiguration, Allgemein, Schichtplan. Hier können Sie noch weitere Dienstarten anlegen. Sie gehen auf Neu. Zum Beispiel können wir noch Babyjahr anlegen. Die Farbe können Sie auch individuell auswählen und gehen auf OK. Ganz wichtig, Shortcuts einmal beenden und wieder neu aufmachen. Somit ist dann auch Babyjahr ersichtlich.